Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wollt ihr euer Huawei Nova 9 SE gegebenenfalls verschenken oder verkaufen oder einfach für euch selbst zurücksetzen? Dann guckt euch dieses Video an. Wir zeigen euch, wie ihr das Gerät sicher und richtig auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Viel Spaß dabei! So, wir wollen uns in diesem Video mal mit dem Thema Zurücksetzen auf Werkseinstellungen unseres Huawei Nova 9 SE befassen. Es kann ja verschiedene Gründe geben, kann ja sein, dass man sein Gerät ja verkaufen möchte, verschenken möchte, dass man es deswegen einmal zurücksetzt, bevor man es abgibt, oder man hat es mittlerweile so lange in Benutzung, hat sich vielleicht etwas zugemüllt, auch viele verschiedene Einstellungen eingegeben, die man gar nicht mehr im Blick hat und das vielleicht alles mal irgendwie komplett einfach auf Null setzen möchte, dann bietet sich eben auch einmal ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen an. Muss halt jeder selber wissen, ob er das macht, weil damit natürlich auch viel verbunden ist, was dann das Neuinstallieren angeht, wenn man das Gerät weiter nutzen möchte. Auf jeden Fall gucken wir uns einmal an, wie das geht. Wir machen das immer in zwei Schritten. Und zwar gehen wir einmal in die Einstellungen und löschen als erstes unser Konto, mit dem wir angemeldet sind. Dazu klicken wir hier oben drauf und sind jetzt in dem Bereich der Kontoverwaltung. Und nun können wir hier, wenn wir nach unten scrollen, uns einmal abmelden. Das machen wir. Logout. Sie werden in den folgenden Apps von Ihrem Konto abgemeldet. Dann werden ein paar Apps vorgeschlagen. Beim Abmelden vom aktuellen Konto wird der Nachrichtenverlauf nicht gelöscht. Alles klar. Wir klicken jetzt hier auf Abmelden. Bevor ihr das Ganze natürlich macht, solltet ihr euch eurer Sache wirklich sicher sein, dass ihr das Gerät wirklich zurücksetzen wollt. Ihr wollt euer Konto löschen und ihr wollt das Ganze Telefon praktisch auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist ja das, was wir hier machen. Es gibt auch noch verschiedene Möglichkeiten des Zurücksetzens. Und genau, seid euch da sicher. Sichert eure Daten auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie noch Musik, Nachrichten, Kontakte oder was auch immer habt, dass ihr das entsprechend sichert, Backups oder runterspielen praktisch auf den Rechner oder auf einen Stick oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber eben so, dass ihr wirklich sicher seid, dass alles, was euch irgendwie noch interessiert auf dem Gerät, dass das auch wirklich ja, safe ist. So, jetzt sagen wir hier abmelden. Kopie der Cloud-Daten behalten. Wir können hier zum Beispiel sagen, Kontakte behalten. Wer das nicht möchte, wer praktisch sein nächstes Gerät auch komplett neu einmal installieren möchte und auch alle Kontakte neu einspeichern möchte, der setzt dann den Haken wahrscheinlich nicht. Jemand, der 1000 Kontakte hat und sagt, nee, die will ich nie im Leben alle neu wieder eingeben müssen, der lässt den Haken drin. Wir lassen den jetzt hier mal weg. Wir haben ja auch kaum Kontakte drauf und sagen jetzt mal okay. Jetzt müssen wir hier einmal unser Passwort für unsere Huawei-ID eingeben, damit wir dann voranschreiten können. Das werde ich jetzt mal eben machen. Und dann klicke ich hier auf OK. Und jetzt sehe ich hier unten erfolgreich abgemeldet. Jetzt sehe ich auch hier nicht mehr meine Huawei-ID stehen. Jetzt werden hier noch Cloud-Daten entfernt, sondern ich sehe da eben ja, bei Huawei-ID anmelden. Also er fragt mich jetzt, ob ich mich nicht doch lieber wieder anmelden möchte. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Muss ich hier irgendwo draufklicken? Okay, ich wische das mal zu. Cloud reagiert nicht. Alles klar. Machen wir mal App schließen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir wollen jetzt nochmal in die Einstellungen, denn jetzt beginnt das eigentliche Zurücksetzen. Wir scrollen dazu einmal ganz nach unten in den Einstellungen, bis wir zu dem Punkt System und Aktualisierungen kommen. Den wählen wir aus. Und hier haben wir jetzt den Punkt Zurücksetzen. Auch den wählen wir aus. Dann haben wir drei verschiedene Optionen. Wir können zum Beispiel nur alle Einstellungen zurücksetzen. Wir können zum Beispiel alles, was Thema Netzwerk, also WLAN, Bluetooth und so weiter, das können wir hier zurücksetzen. Oder den untersten Punkt, den wählen wir jetzt aus, Telefon zurücksetzen. Damit löscht ihr wirklich alles. Das sehen wir jetzt auch hier in der Übersicht. Telefon zurücksetzen. Sämtliche Daten auf Ihrem Gerät werden gelöscht, einschließlich Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Fotos, Dateien, Inhalte des Sicherheitschips und lokal gespeicherte System, App und persönliche Daten zur Huawei-IDs. Und hier unten sehen wir dann noch Konten, WhatsApp, das wird dann eben auch mitgelöscht. So, das wollen wir machen, deswegen sagen wir jetzt zurücksetzen. Wie gesagt, so langsam kommen wir dahin, wo es dann keinen Weg mehr zurück gibt. Also seid euch immer sicher, dass ihr wirklich euer Gerät zurücksetzen wollt. Das ist nicht ganz ohne. Einmal ein Sperrpasswort eingeben oder ja, falls ihr ein Muster habt, müsstet ihr dann wahrscheinlich hier euer Muster einzeichnen. Bei uns ist das hier 4x0 die PIN. Und jetzt kann ich sagen, Telefon zurücksetzen. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, werden alle Systemdaten und installierten Apps gelöscht. Ihre persönlichen Dateien wie Musik und Fotos werden dauerhaft gelöscht. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie das Gerät zurücksetzen, um Datenverlust zu vermeiden. Habe ich ja erklärt, logisch. Hinweis, sichern Sie Ihre Daten nicht im internen Speicher dieses Geräts. Ja, das macht natürlich wenig Sinn, wenn wir das Gerät komplett zurücksetzen, weil natürlich der interne Speicher gelöscht wird. Das heißt, genau, hatte ich vorhin auch gesagt, lagert die Dateien aus, also oder
zieht sie auf den Stick, auf den Rechner, keine Ahnung, was ihr da so habt. Oder wenn ihr sagt, ist mir egal, das kann alles weg, was auf dem Handy ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach alles so drauflassen und alles löschen. Und wenn wir jetzt auf Zurücksetzen klicken, dann gibt es, glaube ich, gleich kein Zurück mehr. Genau, jetzt fängt er an, alles zu löschen. Das Gerät wird einmal heruntergefahren und neu gestartet. Also wir sehen hier Neustart, deswegen bitte warten, nichts machen. Und dann warten wir jetzt einfach einen Moment eben ab und gucken, was passiert. So, da sind wir wieder. Also wir waren gerade da, wir haben aktuell noch eine SIM-Karte eingelegt, deswegen müssen wir jetzt hier nochmal eben unsere PIN dafür eingeben. Klar, beim Neustart, okay. Aber jetzt sind wir hier bei diesem Screen, den ihr wahrscheinlich auch vorgefunden habt, als ihr das Gerät, wenn ihr es neu bekommen habt, das erste Mal eingeschaltet habt. Das ist praktisch der erste Schritt in der Ersteinrichtung, wo man hier dann seine Sprache festlegt. Und klar, nach dem Zurücksetzen denkt auf jeden Fall dran, dass ihr eure SIM-Karte oder beide, falls ihr zwei benutzt, noch eben rausholt. Und damit ist dann das Gerät eigentlich auch bereit zur Abgabe. Also für den Fall, dass ihr es auch abgeben wollt. Wenn ihr es natürlich für euch selbst zurückgesetzt habt, könnt ihr die SIM-Karte natürlich auch drin lassen. Aber falls ihr es verkaufen oder verschenken, tauschen wollt, was auch immer, dann natürlich die SIM-Karten rausnehmen. Die wollt ihr schließlich auch mit eurem nächsten Smartphone wahrscheinlich weiterhin nutzen. Falls ihr das Handy verkaufen wollt, haben wir noch ein Video mit zahlreichen wertvollen Tipps für euch, auch unter anderem mit einer Zusammenstellung des ganzen Lieferumfanges. Da guckt euch gerne mal um. Und ansonsten hoffe ich, dass jetzt die Thematik mit dem Zurücksetzen für euch anschaulich erklärt ist und ihr das Ganze auch hinbekommt und ja, euer Gerät dann für den Verkauf oder was auch immer vorbereitet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Gerät, beim nächsten Tutorial. Bis dahin, tschüss!